Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Die ersten Fans in Wacken werden schon ganz unruhig. Das Jubiläumskonzert der schwedischen Power-Metal-Band Sabaton beginnt am Donnerstag mit fast 20 Minuten Verspätung. Scheinwerfer auf den Traversen der beiden Hauptbühnen strahlen ins Publikum. Ein Bass dröhnt über das Infield, dass man das Gefühl hat, der Boden vibriert. Auf der Running Order, dem Ablaufplan des Festivals, sind die Schweden gleich für, aber zunächst rührt sich nur auf der linken Bühne, der Festarstage, etwas. Die Bühne sieht ein bisschen aus wie ein Schützengraben im Ersten Weltkrieg. Sandsäcke und Stacheldraht sind die wichtigsten Deko-Elemente. Neben dem Schlagzeug steht ein Flakgeschütz. Das passt zu den Texten von Sabaton, die häufig militärhistorische Themen aus Das im Juni 2019 erschienene Album The Great War beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg und thematisiert etwa die Schlacht von Verdun oder die vermeintlichen Heldentaten des Roten Barons. Entsprechend trägt der Chor, der in einigen Songs der Band zum Einsatz kommt, Uniformen, die an die der deutschen Armee erinnern. Sänger Joachim Broden hat erkennbar gute Laune, als er die Fans mit Mein Gott, seid ihr, mit einem breiten Grinsen betrachtet er die zehntausenden Fans, die sich auf dem Infield versammelt haben und grüßt insbesondere die, die ganz hinten stehen. Wir wollen einen Mix aus dem ganz alten Scheiß und dem ganz neuen Scheiß spielen, lacht Borden. Und dazwischen spielen wir einfach nur Scheiß. Überall gehen zu Pommgabeln geformte Hände hoch, zustimmendes Geschrei. Mit dem neuen Scheiß fangen die Schweden schließlich an. Zu Fields of Verdun bittet Broden Sabaton Ex-Gitarrist Tobbe Englund auf die Bühne. Denn der hat zu dem Song das Gitarrensolo beigesteuert. Kaum geht es mit den ersten Riffs los, bildet sich ein spontanes Circle-Pit vor der Bühne. Nach knapp einer Stunde erzählt Borden, wie die Band und die Festivalmacher den Sabaton-Auftritt geplant, weil es zwei Jubiläen zu feiern gäbe, das 20-jährige der Band und das 30-jährige des Wacken Open Airs. Habe man sich entschlossen, Sabaton 2 Stunden spielen zu lassen und dafür dann auch 2 Bühnen zu nutzen. Und dann haben wir uns gedacht, Scheiße, was machen wir denn mit der 2. Bühne? Kichert Borden. Die Fans brechen in Jubel aus, als er sagt, wir holen einfach. Der war 4 Jahre Gitarrist bei Sabaton und ist seitdem auf Solopfaden unterwegs. Auf der rechten Bühne bedankt er sich zunächst für die Chance und erzählt davon, dass es schon immer sein Traum war, mit seiner eigenen Band auf dem Wacken Open Air zu spielen. Auf der ähnlich martialisch dekorierten Hardastage spielt seine Band anschließend bis Mitternacht simultan mit Sabaton, so dass auf beiden Bühnen die gleichen Songs zu hören sind.